Ja, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, nach dem etwas merkwürdigen Labyrinthspiel oder Glücksspiel hier, haben wir es doch mal geschafft, hier durchzukommen. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Aha. Das muss Kirinji sein. Ein beachtliches Stück von Arbeit. Ein beachtliches Meisterwerk. Das großartige Schwert Kirinji bekommen. Cleo, lass uns losgehen. Sei doch kein Angsthase, Gremio. Wir können nicht den McDowell-Sohn geschnappt bekommen lassen von einem oder hä? Wir können den Ruf der McDowells nicht durch einen normalen Dieb ersetzen. Okay, so übersetze ich das jetzt einfach mal. Falls Kion sagte mir jetzt überhaupt nichts mehr. Dafür bin ich zu lange aus der Schule raus. So. Und ich hoffe nicht, ich muss jetzt nochmal das ganze Spiel zurückmachen. Nein, es lässt mich gnädigerweise zurück. Diesen verfluchten Ort werde ich nie wieder aufsuchen. So. Schnell raus hier. Schnell hier raus. Komme ich hier durch den Frontalausgang raus? Nein, abgeschlossen. Gut. Also den anderen Ausgang wählen. Lästig, lästig. Das ganze Lepant-Thema hier. So. Gut ausgewichen. Naja, das ging ja mal schnell. Jetzt geht's hier lang wieder raus. Schön. Schön, 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 schön. Zack, 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 zack. Herrlich. Wir sind raus. Leute, wir sind raus. Ihr seid spät dran, aber ganz schön spät. Habt ihr es bekommen? Ist doch kein Wunder bei dem Scheißrad da. Gute Arbeit. Lass uns dann zurück zum Gasthaus gehen. Ihr habt es sehr gut gemacht. Ich bin da selbst mal reingeschlichen. Aber irgendeine komische Art von Puppe ist aufgetaucht. Und ich bin weggerannt, ohne irgendwas mitzunehmen. Du wusstest das? Dennoch hast du uns losgehen lassen? Kein Schaden abbekommen, oder? Hihi, egal. Hä? Ihr müsst müde sein. Wie wär's mit ein bisschen Tee? 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 Sagtest du etwa Tee? Ja, komm schon. Mach eine kleine Pause. Krin? Was ist es? Was gibt's denn? Hihi. Du gehst vor und trinkst als Erster. Oh nein, ihr fangt an. Es funktioniert. Ich habe nicht gearbeitet und ich bin auch nicht müde. Hihi. Das passt. Denkst du, wir sind so dumm, wir sind so dumm, nochmal auf so einen alten Trick reinzufallen? Hast du schon gemacht? Einmal vorher. Tja, was für ein Tu nicht gut. Kommt raus, ihr Diebe! Oder ihr we euch würdet's leid tun. Das war aber schnell. Er hat uns bereits gefunden. Hehe. Ich habe ihm gesagt, dass ihr da wart. So, also werdet ihr jetzt geschnappt, so werdet ihr im Schlaf geschnappt worden. Lass uns gehen. So. Bist du derjenige, der Kirinji, meinen Familienschatz, gestohlen hat? Gib es sofort zurück, oder ich werde. Matthew hat dich empfohlen. Was? Matthew? Wenn Matthew damit einbezogen wurde, dann würde ich euch gerne helfen. Aber da gibt's gewisse Dinge, die ich nicht aufgeben kann. Also, bitte gebt Kirinji zurück und macht euch auf den Rückweg. Wir brauchen deine Hilfe. Es tut mir leid, aber wenn ich daran denke, wie meine Ehefrau mich vermissen wird, dann kann ich's nicht. Okay, ich verstehe. Dann werden wir dir dein Schwert zurückgeben. Schade eigentlich. Dankt euch. Ich werde mich dann jetzt auf den Weg machen. Hä? Meister! Hä? Was ist los, Giovanni? Madame! Madame! Was mit Aline? Der neue Militärbeaufsichtigende ist da und hat sie mitgenommen. Ich habe ihn versucht aufzuhalten, aber. Was? Hinterher. Meister Lepant, was sollen wir nur tun?
Was sagt unsere Lorelei? Naja, versuchen wir sie nochmal zu rekrutieren. Naja, ich weiß nicht, vielleicht. Vergess es, ich hänge nicht mit Schwächlingen ab. Ja, okay, wir sind immer noch zu schwach. Alles klar, Lorelei, später vielleicht. Dann wollen wir doch mal losgehen. Dann gehen wir doch mal los. So, da ist Lepant. Aus welchem Grund habt ihr meine Frau gefangen genommen? Lasst mich diesen neuen Commander, euren neuen Aufsichtigenden sehen. Ihr könnt Commander Crace nicht sehen ohne einen Termin. Was? Bam, bam! Oh, der ist sehr mächtig, glaube ich. Der hat die mit einem Schlag weggehauen. Respekt, Lepant. Also, das möchte ich auch können. Hier komme ich nicht weiter. Ja gut, dann müssen wir auch da rein. Commander Crace. Naja. Wer zum Teufel seid ihr? Ihr seid euch doch wohl im Klaren, dass das hier das Anwesen von Crace ist. Oder, sie Hund? Halt's Maul, du normaler Krimineller. Oder du schlichter Krimineller, sagen wir mal lieber so. Okay, also der räumt da ordentlich auf, der Typ. Muss ich ja mal sagen, ich möchte mal gucken, was hier drin ist. Und eine Schatzkiste, ja, die nehme ich doch glatt mal mit. So. Wasserrunenstück. Hey. Müssen wir uns heilen? Nee, müssen wir nicht. Okay. Dann wollen wir mal losgehen. Das ist aber eine ziemlich große Nummer von Gegnern, eine große Anzahl von Gegnern, selbst für mich. Okay. Hm? Hey, ihr da! Ich bin gerade pünktlich gekommen. Ihr seid gerade pünktlich gekommen. Könnt ihr mir helfen? Lepant wird unsere Gruppe beitreten. Wir müssen aber jetzt jemanden aus unserer Gruppe rausnehmen. Wir werden Taiho entfernen. Denn er hat uns einen Grußdienst geleistet. So. Das Problem ist jedoch, Lepant kann in diesem Kampf nicht wirklich mitwirken, weil er hinten steht. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Aber egal, was will man machen? Die Seelenfresser-Rune werden wir noch nicht benutzen. Klonrune auf den einen, der im Hintergrund steht, den man kaum sieht. Dann ein Feuersturm, ein Shredding hinterher und Lepant verteidigt. So. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt kommt der Zauber. Bam! Uiuiui. Ja, das nenne ich Schaden. Und jetzt kommt noch die Tanz, jetzt kommt noch der Feuersturm hinterher. So, macht auch ein bisschen Schaden bei denen. Und alle sind kaputt. Seht ihr, so einfach geht das. So einfach geht das hier. Wie das Brezelbacken. Nur ein bisschen einfacher. Der Pant ist Level 18. So. Formation. Gremio nach hinten. Lepant nach vorne. Zack, falls wir hier nochmal kämpfen müssen. Dann kann Lepant nämlich nochmal mitwirken. So. Wir gehen erstmal in das kleine Haus rein. Nimm eine Schatztruhe mit. Eine Antike. Sehr schön. Irgendwas Antikes. Das wir wieder schätzen können. Und schau mal. Das ist. Den kennen wir doch. Du schon wieder, Tier! Dank dir bin ich wieder zu. Wieder mal nur einem kleinen Dorf zugeordnet worden. Wie kannst du es wagen, dich in den Weg meines Aufstiegs zu stellen? Und jetzt kommst du mir auch noch bei meiner Freude in die Quere. Du bist abwiderwärtig. Gib mir sofort Aileen zurück. Ich werde dir nie vergeben. Oh. Will er wieder einen Kampf gegen uns anzetteln? Ach ja, komm. Komm, wir hauen ihm erstmal ein bisschen auf die Nase. Kommt wieder ein Firestorm, dann sind die alle wieder platt. Dann weiß er wieder nicht, was er machen soll. Kleiner Jammerlappenbär. So. Bam. Brrr, Brutzel, Brutzel. Wunderbarer Treffer. So, wieder ein paar Punkte. Lepant ist jetzt auch wieder aufgelevelt. Oh, ist das schön. So. Aileen! Lepant! Das ist weit genug. Kommt bloß nicht näher. Ich möchte so eine wunderschöne Frau nicht verletzen. Was für ein Krimineller. Verdorben bis zum Kern. Wenn ich daran denke, dass wir von ihm mal Befehle angenommen haben. Sag, was du willst. Ich muss mich selbst beschützen. Im Übrigen, lasst mich einen alten Freund von euch hier reinholen. Los, komm schon raus. Nee, ne? Pan! Hey, Pan! Schnapp sie dir!
Das ist deine Chance, den Dreck von General Theos Namen abzuwischen. Pan, das wirst du doch wohl nicht wirklich tun, wie er sagt, oder? Ja, er möchte eigentlich damit nur einfach sagen, dass er den Ruf wiederherstellen kann. Cleo, Remio, junger Meister. Pan. Ich bereue nicht eine Entscheidung, die ich an dem Tag getroffen habe. Selbst jetzt nicht. Das ist richtig, Pan. Jedoch tut mir schmerzt mein Herz immer noch. Ich möchte meinem Herzen folgen. Ob mein Herz nun richtig oder falsch liegt, sollte von der Geschichte abhängen. Pan, was sagst du da? Du bist ein Schwein in Menschenhaut. Nimm das! Bam! Oh. Du scheinst von vielen Leuten gehasst zu werden. Nun warte eine Minute. Mach mal halblang. Denk daran, was passiert, wenn du... Wenn dein Vater Theo... was bei deinem Vater Theo passiert, wenn irgendwas hier abgeht. Du bist die Person, die ich nicht vergeben kann. Du solltest nicht wirklich... Du meinst doch wohl nicht wirklich zu helfen. So. So, dann. Pan. Junger Meister, ich meine, Kommandant Tier, bitte lassen Sie mich der Freiheitsarmee beitreten. Ich kann nicht um Vergebenheit bitten, aber selbst wenn, ich möchte Ihnen wieder zu Diensten sein. Ja, komm, Pan, helf uns. Junger Meister, danke Ihnen so viel. Danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr. Mein Leben ist in Ihren Händen. Kommandant Tier. Pan ist wieder beigetreten und geht wieder zurück. So, Lepant. Kommandant Tier. Es scheint so, als wäre auch ich nun ein Flüchtling. Ich habe so getan, als wäre ich blind gegenüber den Gewalttätigkeiten des Kaiserreichs, nur um meine Familie zu beschützen. Und schau, wo es mich hingebracht hat. Aileen. Ja? Du bist nicht länger meine Frau. Warum, Lepant? Ich werde der Befreiungsarmee beitreten. Ich werde wahrscheinlich nicht wieder in der Lage sein, zurückzukehren. Hm. Du bist ein gefährlicher Mann. Warum... Für was hältst du mich? Wenn du mitkommst, wirst du leiden. Ich war auf das Schlimmste vorbereitet, schon seitdem wir geheiratet haben. Commander Tier, bitte lassen Sie mich der Befreiungsarmee zu Diensten sein. Lepant ist beigetreten. Sehr schön. Und Aileen? Dankt euch vielmals. Lepant braucht eure Hilfe für... Lepant wollte wirklich euch schon eine ganze Zeit lang helfen. Sehr schön. Gut zu wissen. Lepant ist uns beigetreten. Das ist doch schon mal etwas, worauf wir uns freuen können. Also ist er jetzt doch dabei, auch wenn er nicht einen Zug bis jetzt gemacht hat bei uns. Ist er der Gruppe beigetreten. Naja. So. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um in dem Haus. Hier ist auch niemand mehr. Also gehen wir mal raus. So. Und gehen mal weiter. Wir ins Inn. Erstmal übernachten und speichern. So. Ja, wir übernachten und speichern auch. Sehr schön. Ne, speichern tun wir noch nicht. Wir gehen erstmal weiter. Ne, da gehen wir nicht nochmal rein. Oder doch? Gehen wir nochmal rein. Vielleicht treffen wir ja Jupo hier. Nochmal. Den Idioten. Oh nein. Auf keinen Fall. Jetzt ist die Melodie hier wieder so merkwürdig. Und ich muss sogar wieder hier kämpfen. Oh, was ist das denn? Eine Slotmaschine. Okay. Die müssen wir doch erstmal plätten. Oh, Luke steht jetzt ganz links und nicht mehr in der Mitte hinten. Er hat seinen Standardplatz verlassen. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt haben wir die Melodie sogar hier auf der Weltkarte.
Naja. Soll mich nicht stören. Aber ich frag mich, wo Jupo hingegangen ist. Der müsste ja rein theoretisch auch irgendwo hier sein. Aber dieser Soundglitch, der ist mir noch nie aufgefallen bis jetzt. Alle sind weg. Wo ist Jupo? Merkwürdig, der Kerl. Naja. Ich würde sagen, wir verlassen das Dorf mal. Denn hier gibt es jetzt für uns nichts mehr zu holen. So. Zack. Und wir gehen mal wieder ins Hideout, also ins Versteck. Nach Kaku. Und von dort aus wieder in unsere gute Festung. Vielleicht hat sich da was getan. Werden wir ja dann sehen. Och, die Gegner, das muss doch jetzt alles nicht sein hier. Die bringen mir jetzt auch nichts mehr. Ich müsste ja mehrere zigtausend Bits jetzt haben oder Potsch haben. So. Zack, gehen wir mal ins Inn. Vielleicht ist hier noch jemand. Nein, natürlich nicht. Wir haben ja diverse Leute hier rekrutiert für uns. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder rein. Und gehen an Bord. Jetzt mal zu unserer Festung. So. Alles klar, wir sind zurück. Und wollen wir mal in die zweite Etage fahren. Oder erste Etage erstmal. Wir gehen erstmal auf die erste Etage. Oh! Ist schon lange her, Tier. Ich schätze, wir haben es geschafft, ohne geschnappt zu werden. Was? Warum Varkas und Cydonia? Was macht ihr denn hier? Wir hörten von Gerüchten über dich. Über euch. Und haben, Wir haben uns gedacht, das wäre eine riesig gute Chance, um euch den Gefallen zurückzuzahlen. Wir würden gerne der Befreiungsarmee beitreten. Hey, Cydonia, sag du auch was. Hey ihr. Cydonia, so merkwürdig immer. Nun gut, im Übrigen möchte ich auch Lady Odessa grüßen. Odessa ist... Naja. Odessa ist in den Norden gereist, um eine Mission zu erfüllen. Meister Tier ist unser Anführer, solange bis sie zurück ist. Hm? Norden? Hä? Und, na gut. Wie dem auch sei. Glückwunsch, Tier. Bist also der Anführer, wa? Sehr beeindruckend. Commander Tier? Wie wäre es, wenn wir ein Bankett halten würden, um Lepant, Varkas und Cydonia als uns und alle unsere neuen Freunde willkommen zu heißen? Ja, machen wir doch. Ein netter und verstehender Anführer bist du. Nun dann, ich werde meine besten Rezepte kochen. Okay. Hahaha, was für ein Spaß. Ah, lecker. Das Essen der kaiserlichen Armee war wirklich schrecklich. Was für eine lustige Truppe wir hier haben, nicht wahr, Commander Tier? Du solltest nicht so viel essen. Das ist großartig. Wir haben es genau richtig entschieden, hier hinzukommen, Cydonia. Hesch, das schätze ich auch. Okay, Tayo hat noch nichts gesagt. Tier, der Mond ist heute Nacht sehr schön. Das ist eine nette Truppe. Ja, das stimmt. Du bist froh, dass du hier hingekommen bist. Das stimmt. Lepant scheint wirklich hier Spaß zu haben. Er muss das Kaiserreich wirklich hassen. Hä? Hey, Meister Tier. Lass uns diese Kaiserreich-Idioten sofort zermalmen. Ja, nee, ist klar. Hast du Spaß, junger Meister? Hahaha, hohohehe. Ich selbst bevorzuge es, leise zu trinken. Pan, kannst du dich ein bisschen mehr ruhig sein, während du isst? Bisschen ruhiger sein, während du isst? Remus Kochen ist das Beste im Land, das sage ich dir. Dieses Zeug, was das Kaiserreich immer serviert, ist so ekelhaft. Okay, gut, wir haben sie alle angesprochen. Das heißt, wir haben wohl hier alles erledigt.
Tier, ich werde diese Rune auf deine Hand nehmen. Gib sie mir. Was? Was zum Geier ist das denn für einer? Ein Assassin. Okay, den können wir jetzt nicht mit den Deadly Fingertips töten, soweit ich weiß. Unschöne Szene das Ganze, aber er kriegt ordentlich Schaden auf die Omme. Macht uns kaum Schaden. Wir werden ihn plätten. So, bam. Er macht auch nicht viel Schaden. Immer schön drauf auf die Omme. Bam, genau so. Und er verschwindet. Okay. Ninja halt. Keine... Doch, wir kriegen sogar ein paar Punkte dafür. Meister Tier, seid ihr in Ordnung? Du tu nicht gut! Wie kannst du es wagen, in das Hauptquartier der Befreiungsarmee einzudringen? Hahaha, in der Tat, die Befreiungsarmee. Denkst du wirklich, dass ihr die kaiserlichen Mächte besiegen könnt, ihr Dummköpfe? Sag das nochmal! Pass auf dein immer hinter dir auf, Tier. Lady Windy wird immer bereit sein, um dich zu vernichten. Was? Lady Windy? Okay. Ich werde jetzt auf Meister Tier aufpassen. Nein, ich werde ihn heute Nacht beschützen. Hört auf, diese dumme Argumentation zu führen. Warum wacht ihr nicht einfach beide über ihn? Ehrlich. Ja, das haben wir ja schon gehört. Meister Tier. Von dieser Nacht an werde ich hier meine Pflicht erfüllen und Wache schieben. Bitte schlaft viel, junger Meister. Ich werde euch beschützen. Gut. Wenn die beiden das sagen. Alles klar. Wir haben ausgeschlafen. Guten Morgen, junger Meister. Es ist ein wunderbarer Tag draußen. Gremio mal wieder sofort beigetreten, ohne dass er was sagt. Und wir benutzen mal wieder den Aufzug. Und gehen ins Basement. Ne, das ist ja gar nicht das Basement, das ist ja normalerweise... Ach ne, ist erst Erdgeschoss, klar. Ich werde jetzt erstmal wieder speichern, denn das war wieder genug Material für ein Video. Und auch genug Stoff. So, dann wollen wir doch mal. So, Marie, wir sind müde, wir wollen speichern. Tja, Leute, an dieser Stelle mache ich dann wieder einen Schnitt. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Suikoden. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.